Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Wie ihr wisst, stelle ich euch mit meinen Podcasts in regelmäßigen Abständen spannende, starke Frauen vor, die erfolgreich ihren Weg gehen, der sie natürlich in den meisten Fällen durch Höhen und Tiefen geführt hat und auf dem sie aber vor allem sehr viel gelernt haben. Ich spreche mit ihnen, damit sie mit uns ihre Erfahrungen teilen und uns alle inspirieren und stärken, mutig unseren eigenen individuellen Weg zu gehen. Meine Gesprächspartnerinnen zeigen uns, dass es sich lohnt, seine eigenen Träume zu verwirklichen, vor allem ist es aber zu versuchen, denn nur darauf kommt es im Leben wirklich an. Ich freue mich, euch heute die erfolgreiche Digitalunternehmerin Verena Pauster vorzustellen. Wir kennen und schätzen uns schon viele Jahre, denn es liegt uns beiden sehr am Herzen, Frauen auf ihrem Weg nach vorn zu unterstützen und sie vor allem auch miteinander zu vernetzen. Uns beiden ist es auch sehr wichtig, anderen Frauen zu zeigen, dass es wichtig ist, andere Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen und andere Frauen strahlen zu lassen, weil es einfach Spaß macht und vor allem, weil es das Thema Gleichberechtigung schneller voranbringt. Verena stammt aus einer Unternehmerfamilie, hat eine tolle Schwester, die ich auch kenne, Victoria Delius-Trilsch. Auch sie ist Unternehmerin. Verena ist verheiratet, natürlich auch mit einem Unternehmer und beide leben mittlerweile mit 4 Kindern zusammen. Sie startete schon sehr früh damit, Unternehmen zu gründen. Nicht jedes war sofort erfolgreich, aber ein wichtiger Lernschritt auf ihrem Weg zum großen Erfolg mit ihrem Unternehmen Fox & Sheep. Das Unternehmen, das heute Apps für Kinder im Vorschulalter entwickelt und weltweit vermarktet. Schon früh hat sie sich dem digitalen Leben verschrieben. Ihr großes Herzensprojekt ist die Haber Digitalwerkstatt. Mehr dazu findet ihr unter www.digitalwerkstatt.de. Mit der Haber Digitalwerkstatt möchte sie Kinder spielerisch befähigen, die digitale Welt nicht nur für sich zu entwickeln, sondern vor allem aktiv und kreativ zu gestalten. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, in Berlin zu sein bei Verena Pauster, mitten im Herzen so von Fox & Sheep. Das stimmt. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, wie es ist, Unternehmerin zu sein, wie wir es schaffen, ein bisschen mehr Frauen dazu zu bewegen, Unternehmerin zu werden. Davon gibt es ja noch viel zu wenige in Deutschland. Und dann natürlich möchte ich unbedingt mit dir sprechen zu deinem großen Herzensthema Kinder und Digitalisierung. Mhm. Bevor wir so ins Gespräch... Darf ich was dazu sagen? Da hast du ein bisschen was dazu sagen, glaube ich. Bevor wir so richtig in die ersten Fragen gehen, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen von deinem Weg erzählen würdest. Mhm. Also von den wichtigsten Stationen, vielleicht auch bedeutenden Wendepunkten in deinem Leben. Mhm. Super, gerne. Ja, schön, dass du da bist. Also angefangen vielleicht mal beim Studium, habe in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungslegung, Controlling. Was und ich ganz beeindruckend finde. Ja, nee, das erwähne ich deshalb, weil das ja eigentlich gar nicht mehr sozusagen der Background ist, was ich heute mache. Mhm. Und mir aber immer wieder hilft, so ein bisschen, wenn du Herr der Zahlen bist, dann weißt du zumindest schon mal, wann die Kasse leer ist und du was tun musst und jetzt mal im übertragenen Sinne. Also es hat mich immer so ein bisschen in den Driver Seat gesetzt meiner jeweiligen Aktivitäten, dass ich so die Businesspläne und so selber geschrieben habe. Mhm. Kann ich also sehr empfehlen, da so eine gewisse Grundbildung zumindest zu haben. Und dann bin ich auch erstmal in dieser Finanzbranche geblieben, habe aber immer gemerkt, dass so Zahlen als Selbstzweck jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind und ich da auch nicht so ganz viel Inspiration draus ziehe. Und war immer fasziniert von dieser Digital-Online-Startup-Branche, weil 2000 gab es ja schon mal so einen großen Hype, da war ich gerade mitten im Studium, da gab es auch schon Lars Hinrichs und die Sambas und Straub und Paulus Neef und wie sie alle heißen, die alle nach St. Gallen gepilgert kamen und ich dachte irgendwie, so möchtest du eigentlich auch mal werden. Welche hat dich da besonders... Besonders beeindruckend waren schon, also Lars war sehr beeindruckend, weil der einfach schon sehr früh sehr große Visionen hatte. Also als der damals dann Open Business Club, was dann später Xing wurde, gegründet hat, da war man so, wie kommt man denn auf die Idee? Ja, da gab es ja noch keine sozialen Netzwerke und so. Also das war schon eine echte Pionierarbeit, die der da geleistet hat. Und das Gleiche auch bei Oliver und Alex und Mark Samba. Die auch damals schon
Ja, die sind einfach in Silicon Valley gefahren, als das eigentlich noch gar nicht gab, und haben da bei eBay sich abgeguckt, wie sie es dann hier mit Alando machen. Also da war schon viel Inspiration im Raum, und als dann die ganze Branche erstmal den Bach runterging, war es natürlich nicht die Zeit, da sofort anzuschließen. So dass ich dann erstmal was anderes gemacht habe, was Richtiges, so wie mein Vater sagen würde. Und dein Vater ist selber auch schon auch Unternehmer. Der ist Unternehmer, genau. Du hast die Unternehmer, das Unternehmergen schon immer gespürt bei dir, oder? Das habe ich immer gespürt. Es hat aber nicht dazu geführt, dass er jetzt diese Seite besonders gepusht hätte. Okay. Also er hat jetzt nicht gesagt, mach dich selbstständig um jeden Preis, sondern eher so väterliche Sorge, mach einen guten Job, wo du vernünftiges Gehalt kriegst, wo du einen guten Lebenslauf hast und so. Also ich würde jetzt sagen, der hat mich eher sozusagen versucht, davon fernzuhalten, von zu viel Risiko. Okay. Aber ich habe ihn dann trotzdem überlistet. Genau, und 2007 bin ich eben dann in die neue Digitalszene gewechselt. Und das war ein entscheidender Wendepunkt, denn da bin ich in einen ganz normalen Online-Marketing-Job einer Partnervermittlung gegangen. Also auch nicht jetzt irgendwie groß irgendwo eingestiegen, weil ich auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung hatte von digital und wie wird eigentlich so ein Ad angezeigt und wie misst du das und so weiter. So, und das war der große Wendepunkt, weil es mich danach nie wieder losgelassen hat. Und ich wäre nicht heute hier, wenn ich nicht 2007 einfach da mal angefangen hätte und gemerkt hätte, das ist meins. Aber du bist ja durch verschiedene Unternehmen, also hast ja mehrere Unternehmen so gegründet. Wie war da der Weg? Also das, bist du zu Fox & Sheep gekommen? Also da gab es vorher drei Gründungen, bis es dann Fox & Sheep wurde. Eine, die man wahrscheinlich gar nicht so richtig als Gründung bezeichnen würde, ein Sushi-Restaurant in Bielefeld, als meine Schwester und ich 19 und 16 waren. Mhm. Ich war 19, sie war 16. Das war eher mal so angewandtes Unternehmertum von, wo kommt der Fisch her, wo kommt der Koch her, wie macht man sowas eigentlich überhaupt? Dann ging es weiter mit Mitte 20 in einem Franchise-System für Salatbars, also Healthy Fast Food. Mhm. Das war damals auch noch nicht so, war Piano und an jeder Ecke. Das heißt, da waren wir zu früh, aber auch eine super Lernkurve, weil du einfach mal dir überlegt hast, wie skalierst du eigentlich ein Sushi-Restaurant in Anführungsstrichen in die Fläche und dass das eigentlich ganz andere Herausforderungen sind, als mehrere Restaurants betreiben. Und da ist es aber auch nie zu gekommen, denn nach einem Jahr haben wir sozusagen Stop Doing gemacht und gesagt, okay, nette Idee, aber irgendwie zündet sie nicht. Das war also auch wichtig, mal zu sehen, was eigentlich passiert, wenn es nicht funktioniert und dass das Leben irgendwie auch weitergeht. Und die dritte Gründung war dann in dem Finanzbereich, Delius Capital hieß das damals, das ist mein Mädchenname. Das war eher eine Gründung, das war eher eine Selbstständigkeit. Es war eher ich alleine verdiene Geld als Beraterin in dem Bereich, weil ich wieder Geld brauchte, nachdem ich die Salatbar in den Sand gesetzt hatte. So, und dann war Fox & Sheep eigentlich so das erste Richtige, was Hand und Fuß hatte, Sinn gemacht hat und dann auch geflogen ist. Was war also für dich der Highlight-Moment in dieser Zeit? In der Fox & Sheep-Zeit? Ja. Oder der Highlight-Moment war, als wir die erste App dann im Portfolio hatten und die in 14 Sprachen übersetzt haben, sozusagen auf den Knopf gedrückt haben und plötzlich weltweit in 130 App-Stores verfügbar waren. Mhm. Und das ist jetzt heutzutage irgendwie normal, da hat man sich dran gewöhnt, also nicht nur ich, sondern generell die Menschen, dass es Apps gibt. Aber 2012 war das schon ein irres Gefühl, dass du hier in Berlin sitzt, eine App entwickelst und Kinder in China spielen die, obwohl du selber noch nie da warst. Also das war so der Moment aus, ach so geht globales sozusagen Denken oder Wirtschaften. Das hat mich schon ziemlich glücklich gemacht. Du bist ja in Deutschland so die Vorzeigeunternehmerin. Ja, also, ja, ich glaube, weil es nicht so viele gibt. Ja, ja, als Gründer ist es sehr wichtig, dass wir also so Frauen, dass wie dich haben, dass es, damit es mehr werden. Ja. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Frauen sehen, bei anderen Frauen es funktioniert und dann nachfolgen. Und hast ja sehr viele Unternehmen gegründet und bist jetzt sehr erfolgreich. Da kommen wir gleich dazu. Was sind so für dich, was waren so für dich die wichtigsten Erfahrungen, die du mit unseren Zuhörerinnen teilen möchtest von dem also, deinem Weg bisher? Also einmal die guten wie die schlechten. Ja, genau. Also einmal dieses Prädikat sozusagen die erfolgreiche Gründerin bist du ja nur. Also erstens, ich bin überzeugt, auch wenn du mal Misserfolg hattest, weil ich glaube, die wenigsten wachen auf, haben die Idee zu einem Unternehmen, gründen es und es geht durch die Decke. Das kann ein aus 100 Malen mal passieren. Das ist dann aber auch eher Glück im Timing, Glück in der Konstellation und so weiter, denn wahres Können. Und
ich glaube, wie in allem, für Sport musst du üben, für alles im Leben musst du üben. Ich glaube, du musst auch Unternehmertum üben. Und jetzt sind wir kulturell nicht so richtig gut darin, das Menschen üben zu lassen. Und insofern üben halt nicht so viele, weil wenn sie dann einmal hingefallen sind, hören sie auf. Und das ist ja eigentlich so, du bist Basketballprofi, verlierst ein Spiel und sagst, ich hänge meine Karriere an den Nagel. Ist ja eigentlich absurd, dass wir dann nicht, wenn wir hingefallen sind, erst recht weitermachen, weil sonst hatte das ja gar keinen Wert. So, und ich glaube, das wäre so meine erste Botschaft des Weitermachen, wenn es nicht klappt, denn ich wäre heute nicht erfolgreich, wenn ich nicht vorher auch gelernt hätte, dass was nicht funktioniert. Und das Zweite... Das ist eine wichtige Message an alle, vor allem genau, Frauen. Genau. Ja, und das ist kein Makel. Ist kein Mensch sagt heute, du hast ja mal 2006 einen Salatbein in den Sand gesetzt. So, also das ist einfach Teil meines Lebens. Beziehungen scheitern, Dinge gehen schief, so auch im Businessleben. Das hängt einem nicht ewig nach, schon gar nicht, wenn man es nicht mutwillig hat scheitern lassen, sondern wenn es einfach sozusagen nicht funktioniert hat. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, man kann immer schwer sich eine Scheibe abschneiden von Menschen, die vermeintlich schon so viel weiter sind. Also wenn jetzt einer sagt, die erfolgreiche Gründerin Verena Pauster und was die nicht alles schon gemacht hat, und ich höre jetzt zu und habe aber noch nicht mal die Idee, dann kann ich ja eigentlich nur so ein bisschen sagen, ja, good for her. Aber ob mich das jetzt wirklich motiviert loszulegen oder ob es nicht eher eine Angst auch birgt aus, na, die ist schon so weit. So. Und deswegen versuche ich es immer runterzubrechen. Wir sind auch noch ganz am Anfang. Ja, wenn ich mir angucke, was wir alles noch vorhaben, dann ist jeder Tag wieder eigentlich ein Neustart. Und das ist so ein bisschen das, was ich sagen möchte, ist, fangt einfach an und denkt es möglichst groß. Und dann werdet ihr schon schnell rennen, um dieses Ziel zu erreichen. Versus, wenn man es von Anfang an zu klein denkt und denkt, ich muss es ja auch schaffen können, dann wird's halt auch nichts Großes. Und dann wird's nicht relevant, dann ist man nicht irgendwann die erfolgreiche Gründerin. Das heißt, so ein bisschen mehr Mut zu Größe und Mut zum Machen und nicht so viel nachdenken, dass es auch scheitern könnte. Was war dein Bild bei der Gründung von Fox & Sheep? Da war es tatsächlich von Anfang... Wie groß war es dann? Es war sehr groß. Es war von Anfang... Ich finde es so schön, dass du sagst, ein Freund von mir hat mir einmal gesagt, als wir unseren Emotion Award gestartet haben, ja, und dann hat er sich das angeguckt, hat es am Anfang nicht so ernst genommen, wie es ist, und meinte, er ist ganz schön groß, aber er wird mir noch eins sagen, not even the sky is the limit, ganz groß denken. Ja? Okay. Und das hat uns wirklich also dann dazu gebracht, dass wir nochmal den Award im dritten Jahr angefangen haben, wirklich groß zu denken. Ja. Ja? Und deswegen freut mich, dass du es auch sagst, weil das... ist ja nicht verrückt, sondern es ist wichtig, um so ein Bild für sich zu schaffen, was einen treibt. Total, es ist auch nicht überheblich. Ja, das denken ja Frauen auch immer schnell. Wenn ich jetzt sage, ich bin die Größte, Beste, Tollste, oh Gott, das ist ja so angeberisch, das will ich gar nicht sein. Und deswegen hat das eigentlich nichts miteinander zu tun, dass du eine große Ambition hast, heißt nicht, dass du abgehoben bist. Und deswegen war von Anfang an bei Fox & Sheep das Ziel, weltweit die besten Apps für kleine Kinder zu machen. So, und deswegen haben wir auch nicht uns Fuchs und Schaf genannt und auch nicht mit Deutsch, Französisch und Spanisch angefangen, sondern sofort mit Chinesisch, Japanisch, Russisch, Brasilianisch und Portugiesisch und, weil wir einfach weltweit eine Relevanz haben wollten, weil wir wussten, der App Store wird nicht national entschieden, der guckt sich an, wer ist international aktiv. Und wir wollten halt mit Disney und Co. mitspielen. Und das war total vermessen am Anfang. Aber auf der anderen Seite mussten wir dann auch von Anfang an schneller rennen, um nicht als totale Luftnummern enttarnt zu werden. Also deswegen hat es auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Sehr gut. Was war so dein wichtigster Lernmoment? Also so dein Learning, wo du denkst, hat vielleicht wehgetan, aber war im Endeffekt sehr wichtig. Es gibt keine Überholspur. Also man hat phasenweise, gelingen ja mal Dinge plötzlich so, ohne große Kraftanstrengung. Und dann denkst du plötzlich, du hättest den goldenen Gral gefunden und das Leben wäre so einfach. Du müsstest gar nicht hart arbeiten, das läuft alles von alleine. Und gerade im App-Geschäft kann das mal so Momente geben, da wirst du dann weltweit gefeatured, die App geht durch die Decke und du hast das Gefühl, du musst hier nur noch auf den Knopf drücken, wie viel Geld auf dein Konto überwiesen wird. Und das ist trügerisch, weil du wirklich dann stellst du ein und dann sagst du, Mensch, ich habe hier eine Work-Life-Balance, muss eigentlich erst um 11 kommen, kann um 3 wieder gehen und der Tag war trotzdem erfolgreich und. So, und dann endet diese Glückssträhne, weil du das nächste Mal vielleicht nicht gefeatured wirst oder die nächste App einfach nicht gut ist oder der App-Store auch mehr Wettbewerb gekriegt hat und.
Und dann schlägst du relativ hart auf den Boden der Tatsachen auf aus, du hast dann eigentlich Zeit verloren, wo andere weiter hart dran gearbeitet haben, im Spiel zu bleiben und du so ein bisschen auf der Welle gesurft bist, und die ist dann vorbei. So, und das ist das Learning, was man immer wieder macht bis heute, dass man natürlich einerseits die guten Phasen genießen soll, weil die schweren auch so viel Kraft kosten. Was uns Frauen ja auch immer nicht so gut gelingt. Also genau, und das versuche ich wirklich, hat mein Chef immer gesagt, when you reach the top of the mountain, enjoy the view und nicht weiter sofort und hechel. So. Aber du darfst eben auch nicht in den Phasen denken, dass das jetzt so weitergeht, sondern dann fängt auch wieder die harte Arbeitsphase an und du denkst irgendwie, Mensch, die hatte ich doch eigentlich schon überwunden, aber die kommt leider immer wieder. Ja. Die ist auch jetzt, ich bin fast 40, arbeite seit 18 Jahren und irgendwie kommen die immer wieder, diese Phasen. Also ich glaube, es gibt keinen danach. Was war für dich so die Idee für Fox & Sheep? Also ich muss sagen, mich hast du auch damit sofort begeistert. Wir haben uns ja einmal bei einem deiner Ladies Dinners, die du mit KPMG, glaube ich, damals in Hamburg gegründet hattest, wieder gesehen nach ein paar Jahren. Und da hast du mir diese App gezeigt, das waren die Kinder, wie das Kind die Tiere in Schlafgut. Genau. Schlafgut. Mhm. Und das ist bei meiner Tochter, die geht, also wird jetzt fast 7 und immer noch mag sie immer noch gerne. Super. So mit den, und was war so für dich die Idee oder die Vision fürs Fox & Sheep? Dass Eltern, wenn sie kleinen Kindern Geräte geben, kein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Dass also der Content so kindgerecht, so unaufgeregt, weil du willst nicht deinen Zweijährigen oder deinen Zweijährigen hochpushen oder abhängig machen oder ihr Level verkaufen oder so, sondern du möchtest, dass die ein kindgerechtes, ruhiges, schönes Spielerlebnis hat. Mhm. Und das war der Anspruch und die Vision. Wie können wir so die Guten sein in einem vermeintlich umstrittenen Feld aus, sollen Kinder überhaupt Apps spielen, ab welchem Alter, wie viel, was und so weiter. Da haben wir gesagt, wir sind jetzt keine Missionare, die sagen, alle Kinder sollen ab 2 Jahren Apps spielen, sondern wir sind die, wenn du das möchtest. Apps starten ja ab 2, genau. Also 2, 3 ist so das Startalter. Ja. Genau, aber unsere Vision war, wenn du es möchtest, dann haben wir guten Content für kleine Kinder. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kannst du auch in größeren Kontext stellen. Wenn wir in Deutschland und Europa nicht auch Dinge angehen, die qua unseres Wertesystems oder Erziehungssystems erstmal weiter weg von uns sind, dann dürfen wir ja uns nicht einreden, dass sie deshalb nicht trotzdem über uns kommen. Mhm. Sprich, die Chinesen und die Amerikaner und Co., die entwickeln in der Zeit trotzdem Apps für Kinder und die werden wir dann hier auch spielen. Die sind aber nicht auf unserem Wertesystem dann entstanden aus, es sollte nach 10 Minuten für kleine Kinder auch Schluss sein und so weiter. Und insofern war das so ein bisschen der Versuch, auch einen europäischen, sozusagen Weltmarktführer ist jetzt sehr groß, aber einen europäischen Player zu schaffen, der da mitspielen kann mit dem Content der anderen. Okay. Digitalisierung und Kinder, also vor allem so ab 3 Jahren, da kann ich mir vorstellen, dass ganz viele unserer Zuhörer gleich sich Sorgen machen und sagen, ich kämpfe mit meinem Kind jeden Tag mit dem Handy und ab wann sollte ich ihm überhaupt das Handy in die Hand geben? Ja. Und ist ja ein sehr umstrittenes Thema, weil auf der einen Seite, das merke ich selber als Mutter auch, also auf der einen Seite will man, dass das Kind sehr schnell da drin ist und mitspielen kann und einfach, wir wachsen ja mit dieser Technik aus. Auf der anderen Seite, wie viel sieht man auch, wie Kinder sich so konzentrieren und gar nichts mehr wahrnehmen, wenn sie auf ein iPad gucken, ja, auch wenn sie die Tiere ins Bett bringen. Ja. Was ist für dich so das Richtige, wie gehe ich damit um? Was ist so dein Tipp an alle Mütter und Väter, die uns heute zuhören? Ich glaube, es ist genau wie du sagst, es ist ja eine riesengroße Herausforderung, die uns als Eltern, die dazu kommt und die wir aber nicht in unserer Kindheit verorten können, aus wie haben es unsere Eltern denn mit uns gemacht und was fanden wir gut daran und was nicht und was ist aus uns geworden. Du hast also sozusagen keine Langzeitstudie für dieses Thema. Und deswegen brauchst du aus meiner Sicht für den Konsum auf diesen Geräten, das gilt übrigens aber auch für uns Erwachsene in gleichem Maße, klare Regeln als Familie. Und die können von Familie zu Familie unterschiedlich sein, wir machen ja sonst auch nicht alles gleich, aber sie müssen am Abendessenstisch besprochen werden. Wollen wir Geräte während des Essens haben? Jetzt bei kleinen Kindern ist das noch nicht so relevant, wie wenn die später ihre eigenen haben. Ja, nein. Dann gilt das aber für alle. Mhm. Wollen wir im Urlaub online sein, sprich jeder hängt an seinem Gerät oder da nicht?
wie viel Konsumzeit pro Woche gibt es bei uns und wie messen wir die? So bei uns als Beispiel Dienstags. Ich wollte fragen, wie macht ihr das? Genau, wir machen es so. Wir machen. Oder wann gab es bei euch Handys und? Handys gibt es bis heute nicht. Die sind 11, 8, 6 und 1 und mit 12 gibt es ein eigenes Handy. Das hätte jetzt auch schon mit 10 oder 11 sein können. Ich habe Gott sei Dank irgendwann mal 12 gesagt und halte seitdem die Linie. aber warum tue ich das? Weil ich der Meinung bin, Konsum führt uns per se erstmal nicht in irgendeine großartige Zukunft. Dass sie aber diesen Konsum trotzdem lieben, ist genau das Gleiche, wie sie alle anderen Sachen, die sie so als Kind lieben, gerne machen möchten. Also müssen wir das aber regeln. So, und wir regeln es so, Dienstag und Donnerstag dürfen die eine halbe Stunde und Samstag und Sonntag jeweils eine Stunde, die Großen, die Einjährige nicht. Und das ist Konsumzeit und die ist gefüllt mit Apps, die wir vorher freigegeben haben, dass sie auf unserem Handy runtergeladen wurde. Also nicht nach dem Motto, such dir was aus im App Store, sondern das diskutieren wir schon vorher. Und Kreativzeit. Ihr dreht einen Stop-Motion-Film mit dem Gerät. Ihr bearbeitet Fotos, macht eine Collage, druckt sie aus und schenkt sie euren Paten zu Weihnachten. Ihr programmiert mit Scratch ein eigenes Spiel und gebt euch das gegenseitig und lasst euch das spielen. Da bin ich eher für Empowerment aus Kinder gerne. Ich möchte nur das Ergebnis sehen. Also es ist sozusagen das Ziel ist der Weg. Ja, also wenn ihr mir am Ende einen Stop-Motion-Film präsentiert, dann ist mir egal, ob ihr eine Stunde gebraucht habt, den zu machen oder 3 Stunden. Wichtig ist, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, dass ihr wach wart, dass ihr kreativ wart, dass ihr Gestalter dieser neuen Welt seid. Und ich glaube, da können wir als Eltern noch besser werden, dass wir nicht immer nur über den Konsum reden und uns darüber ärgern, sondern versuchen, diese Zeit mehr umzugestalten in Kreativzeit auf den Geräten. 3 Tipps für 3 gute Apps dürfen, also ich würde sagen, von den 3 dürfen 1 bis 2 dann 5 oder was genau, welche Apps findest du richtig gut? Du bist ja voll Profi für Kinder ab zwischen 3 und 10. Total. Also für die Kleinen, so bis 6 Jahre, also sind die Apps von Tocker Bocker, heißen die, super schön. Da würde ich jetzt gar nicht eine bestimmte, der Tocker Hair Salon ist da so mit Abstand der erfolgreichste. Kannst du Frisuren machen und alles Mögliche mit eben kreativen Kreaturen sozusagen, keine echten Menschen. Die ist sehr schön für Kinder. Unser Highlight, würde ich sagen, ist Kleiner Fuchs Tierdoktor. Da kannst du also Tiere behandeln. Igel hat irgendwie Läuse und die Fledermaus hat eine Beule und so weiter. Und du kannst das aber richtig so machen, wie Kinder eben auch mit dem Arztkoffer spielen, können sie so richtig den Tieren helfen. Am Ende sind die wieder gesund und alles ist gut. Die ist sehr schön. Und dann gibt es wunderschöne Apps, die heißen so Miximal, Drawnimal, Loopimal, also alles mit MAL hinten. Die sind von einem schwedischen Designer und die sind wunderschön. Also da kannst du Musik machen mit den Kindern, Memory spielen, aber alles auf sehr kreative Art und Weise. Lucas Sanotto heißt der, also da kann man die eigentlich blind alle runterladen von dem. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Apps und das sind so für die Kleineren. Und ab 6 empfehle ich eigentlich wirklich zu gucken, dass es nicht alles Richtung Fortnite, Clash of Clans, TikTok und Co. geht, sondern dass man sagt, man lernt wirklich. Hopscotch kannst du mit sehr viel Spaß eigene Spiele entwickeln. Tinker ist auch eine App zum Programmieren lernen. Scratch Junior gibt's fürs Tablet. Kannst du selber erste Programmierschritte machen. Fox & Sheep Movie Studio kannst du eigene kleine Filme und sozusagen digitales Kasper-Theater spielen. Also da gibt's dann so viel Kreativ-Apps, da muss man dann sozusagen ein bisschen mehr Mühe sich geben, die zu identifizieren, denn das Kind wird nicht mit denen um die Ecke biegen. Das kommt mit den Sachen, die man TikTok nicht will, Account um die Ecke. Genau, da muss man also dann als Eltern so einen Gang hochschalten. Fox & Sheep in 5 Jahren, wo siehst du euch? Richtung Bewegtbild. Also ich glaube, der App Store kommt gerade an seine Grenzen. Es gibt über 2 Millionen Apps im Apple App Store und circa wahrscheinlich 50.000 neue jeden Monat. Menschen laden auch gar keine Apps mehr runter. Also du hast einfach das, was du hast auf dem Handy und das ist auch schon mehr als genug. Das heißt, jetzt die nächsten 50 Apps zu machen, kann nicht der Sinn und das Ziel sein. Jetzt haben wir aber so schöne Charaktere und Kinder gucken ja auch wahnsinnig viel Streaming, TV, Serien.
wie kannst du eigentlich hochwertigen Kinder-Content jetzt auch für Bewegtbild-Plattformen machen? Das ist jetzt so unsere nächste große Herausforderung. Und das ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Spiel, auch ganz andere Player. Da redest du über die großen Produktionsstudios in L.A. und so. Also da fuchsen wir uns gerade rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das ist die natürliche Weiterentwicklung von, wie können wir diese schönen Geschichten, die wir bisher in der App erzählt haben, eben jetzt auch im Bewegtbild weitererzählen. Ein anderes Herzensprojekt sind ja die Haber Digitalwerkstätten. Ja. Also wenn man dir folgt auf Instagram, was ich auch nur empfehlen kann, da bist du ja manchmal dann, das ist ein bisschen länger her, als du dann an einem Tag oder zwei Tagen hintereinander, ich weiß nicht, wie viele eröffnet hast, ist ja dann, merkt man, voller Herzblut dabei. Ja. Das voranzutreiben, was, warum? Ja, da haben wir vor 3 Jahren... Und was findet da wirklich auch statt für diejenigen, die es noch nicht... Genau, ich mache es mal sehr greifbar. Wir haben eigentlich vor 3 Jahren gemerkt, ich habe ja gerade lauter Apps beschrieben, wo man kreativ Inhalte mit erstellen kann, aber es fehlt der Ort, wo Kinder kreativ auf diesen Geräten werden, denn die Schulen sind nicht ausgestattet, die Lehrer sind nicht ausgebildet, es fehlen Geräte, es steht nicht im Curriculum, also das ist noch ein langer Weg. Und die Elternhäuser haben ja eben besprochen, wachen jetzt auch nicht morgens auf und sagen, lass mal programmieren, lernen, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm. Also haben wir vor 3 Jahren gemerkt, es fehlt der Ort, wo das passiert. So wie eine Musikschule in einer Stadt, wo ich Geige lerne, muss es einen Ort geben, an dem ich programmieren lerne. Und das sind die Digitalwerkstätten. Das heißt, das sind Orte, die sind so ungefähr 100 Quadratmeter groß, in Lauflage, Erdgeschoss, Schaufensterfläche, dass du reingucken kannst, dass es nicht so dieses Kellerkind-Image bedient, aus da sitzen Kinder vor Geräten und sind hinterher Gaga, sondern nee, die sind da kreativ und wach. Und wir haben 3D-Drucker, Roboter, Laptops, Tablets und bringen Kindern alles rund um diese Themen bei. Und entweder kommen sie morgens mit ihren Schulklassen und den Lehrern oder nachmittags meldest du sie zu regelmäßigen Kursen an. Mädchen wie Jungen, das ist ganz wichtig. Besonders auch Mädchen. Mädchen, wollte ich sagen. Und der größte Blocker, total, so, und der größte Blocker, warum Mädchen so viel schwieriger zu begeistern sind, sind, weil ihre Eltern es ihnen nicht zutrauen. Also das Mädchen selber mit 6, 7 kommt bei uns rein und hat noch nicht selber gehört, dass es da nicht so talentiert für sei. Mhm. Aber die Eltern melden das Mädchen gar nicht erst an, weil sie denken, na, ich interessiere mich ja auch nicht dafür. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Frauen, wir nach wie vor in technischen Berufen, muss ich kurz einen Werbeslot halten, total, so viele große Chancen haben. Und es ist dann von Anfang an so wichtig, dass wir den Mädchen die Chance geben, es selber zu versuchen, sich auszuprobieren. Das finde ich ja ganz toll in euren Digitalwerkstätten. Man kann ja auch programmieren lernen. Ja, du kannst Kindergeburtstage da feiern, du kannst Family-Coding-Workshops machen, wo die Mütter mitkommen, Großeltern-Enkel-Workshops, wo die Großeltern das mit ihren Enkeln ausprobieren. Und es ist genau, wie du sagst, wir können uns nicht immer fragen, warum gibt's so wenig Gründerinnen, warum gibt's so wenig Vorstandsvorsitzende, Vorstandsvorsitzendinnen sozusagen. Wenn wir nicht unten anfangen zu fördern. Also es ist überhaupt keine Überraschung, dass es so wenig Gründerinnen in der Tech-Branche gibt, weil es viel zu wenig Mädchen gibt, die für das Thema begeistert werden. Dazu sind so Role Models wie du ja auch sehr wichtig, dass man brauchst sieht, du, sonst denkst du Technik ja gar nicht, dass es geht. Ist keine Männerdomäne sozusagen. Ja. Wenn du dir, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Dass jedes Mädchen, also das wäre jetzt wirklich so ein Herzenswunsch, ich habe auch viele andere Wünsche, aber dass jedes Mädchen von ihren Eltern ein entweder Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk bekommt, was in die technische Richtung geht, mit 6, 7 Jahren, oder, müssen jetzt nicht alle bei uns angemeldet werden, kannst du irgendwas machen, ein Hackathon mitmacht, von ihren Eltern zu Hause gefördert wird und so. Das heißt nicht, dass die dann alle eine Begeisterung dafür entfalten. Das tun ja nicht alle Jungs. Ja, das ist ja nicht so, als ob die ganze Welt IT oder irgendwelche Softwareprogrammierung oder so studiert. Aber einmal unseren Mädchen es zutrauen, dass sie genauso dafür Begeisterung finden könnten wie unsere Jungs. Und dann sozusagen weiter fördern, wenn der Funke überspringt. Weil ich einfach glaube, wir trauen Mädchen zu wenig zu, in den Bereichen, die aber morgen eine Riesenrolle spielen werden. Und ich habe einfach keine Lust auf so eine Welt, wo wir dann immer weiter mit Quoten um uns werfen und krampfhaft versuchen, Frauen da irgendwie noch reinzubringen in das Spiel. Ich fände das schöner, wenn das einfach eine natürliche Entwicklung nähme. Warum braucht es denn in der Wirtschaft Frauen? Ich könnte ja auch sagen, es entwickelt sich ja so auch so, wie es jetzt ist. Und dann genau, nicht, tut aber, es. Aber ich würde mal
so sachlich argumentieren, dass es auch Menschen erreicht, die keine Lust auf eine Frauenquote und so haben, weil es einfach ein Business Case ist, Frauen in der Wirtschaft zu haben. Natürlich läuft es auch so gut, aber immer wenn ich erlebe, neulich durfte ich dabei sein, wo sich 20 weibliche DAX-Vorständinnen getroffen haben und sozusagen Vorständinnen, was da für neue Gedanken im Raum sind, was da für Energie im Raum ist, wie man sich da auch traut, anders an Dinge ranzugehen, wie man den Status quo hinterfragt. Das ist einfach, du willst auch nicht auf eine Hochzeit gehen, auf der 100 Männer sind. Mhm. Also es ist einfach schön, wenn es beide Welten gibt und die dann zusammen erfolgreich arbeiten. Und ich merke es auch bei mir als Business Angel. Ich bin ja Business Angel bei vielen Startups, die von Gründern gegründet wurden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die treffen mich besonders gerne. Und nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwie so viel toller bin als ihre anderen Business Angels, sondern weil ich anscheinend andere Dinge sage und andere Sichtweisen einnehme. Also der Mix macht's. Und der Mix ist bisher nicht besonders gut. Was sind für dich so die 2 bis 3 Eigenschaften, die Frauen in ein Unternehmen reinbringen, wenn sie, sag ich mal, wirklich sich was, wenn sie was verändern können? Ja, also sie sind sehr mutig, finde Frauen, wenn die in der richtigen Position schon sind. Sie sind nicht so mutig anzufangen, das hatten wir ja vorhin. Mhm. Aber wenn sie dann sich in diese richtige Position, wo sie wirklich was bewegen können, vorgekämpft haben, dann haben sie einen unglaublichen Gestaltungswillen und einen Mut, diesen auch durchzusetzen. Also die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten, für Vereinbarkeit von Job und Familie, für Ausbildung, Fachkräftemangel und so weiter, das gehen Frauen besonders dynamisch an, das Thema, und lassen das auch nicht mehr los. Also da ist dann auch nicht ein Rückschlag ein Grund dafür, dass man es dann wieder sein lässt. Also hoher Gestaltungswille, sehr viel Mut, den durchzusetzen, und ein hohes Maß an Empathie. Also die versetzen sich jetzt nicht nur in ihre Peers rein und sagen, was denkt jetzt mein Vorstand gerade, sondern eben auch in den Auszubildenden, in den 53-Jährigen, der jetzt mit einer ganz neuen Arbeitswelt konfrontiert wird und vor der vielleicht erstmal Angst hat. Also sie sind sehr gut darin, ihre ganzen Anspruchsgruppen des Unternehmens durchzugehen und zu überlegen, was eine Lösung ist, die für alle Sinn machen könnte. Und das finde ich 3 sehr starke Eigenschaften, wenn Frauen dann in den richtigen Positionen sind. Vielen Dank. Gut, ja. Ich finde es so wichtig. Ich glaube, das vereint uns ja auch, dass wir beide unbedingt das verändern wollen. Das ist ja aktuell, glaube ich, nur 20% weibliche Gründerinnen gibt von den Startups, die gegründet werden. Und das ist wirklich so schade. Ich frage mich immer, woran liegt es und was hemmt uns Frauen dann wirklich zu springen? Weil ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als Unternehmerin zu sein, und nicht jede und muss Unternehmerin sein. Das ist ja auch ganz wichtig. Überhaupt nicht, ja. Aber es wäre schon ganz toll, wenn sich mehr Frauen trauen würden. Ja? Und total. Und jetzt, glaube ich, muss man aber natürlich immer wieder in das Mindset reingehen, in dem sich eine Frau befindet, die in sozusagen im gründungsfähigen Alter ist, wenn du so willst. Ja, jetzt gründen wir in Deutschland tendenziell nicht mit 22, sondern wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen was auf der hohen Kante haben und dann uns zutrauen, das auch zu können. Also sagen wir mal, sind wir so 28 bis 30. Mhm. Wahrscheinlich sind wir älter noch, wenn wir gründen. Aber sagen wir mal so in dem Mindset. So, und dann spielt eine Rolle, habe ich schon eine Partnerschaft, habe ich noch keine? Möchte ich Kinder, möchte ich keine? Wann möchte ich Kinder? Wie plane ich das irgendwie? Und ein Job, wo ich morgen anfange und sage, in 3 Jahren möchten wir eventuell ein Kind kriegen, und da wir das nicht planen können, wird das ja so in 3 bis 5 Jahren sein, und dann habe ich mein festes Einkommen, dann kriege ich Elterngeld, dann komme ich irgendwann zurück in meinen Job, und so ist halt ein Weg, der mir die Sicherheit gibt, dass beides gehen wird. Der Weg ins Gründen ist so unvorhersehbar. Klappt das oder sind da meine Reserven aufgebraucht? Muss ich dann erstmal weiterarbeiten, bevor ich überhaupt schwanger werden kann? Sonst kann ich mir das gar nicht leisten und. Also es spricht, glaube ich, auch so viel vom Mindset erstmal dagegen zu springen, weil wir, glaube ich, sehr sicherheitsliebend sind als Frauen, weil wir eben auch zum Teil, wenn wir Kinder haben wollen, dieses Thema auch noch irgendwie mit im Kopf haben. So, und jetzt muss man aber das mal beiseite schieben und sagen, es ist ja nicht so, dass wenn du einen Job machst, dass es dann da Gott gegeben ist, dass wenn du wiederkommst, sich alle auf dich freuen und so weiter. Also das ist ja auch nicht der tolle Weg, um das beides zu vereinen. Im Gegenteil, denn du kannst die Rahmenbedingungen nicht selber setzen. Und insofern glaube ich,
wir müssen aufhören, bei der Selbstständigkeit die Risiken überzugewichten und bei der Festanstellung die Chancen. Denn es ist nicht so. Weil man sieht, also ich finde das erschreckend, dass das Größte, also dort, wo Frauen fehlen, ist immer in dem Alter, dass sie Kinder bekommen haben und genau. Führungspositionen nach Hause, also genau. zu Hause waren und sich dann nicht mehr, oft nicht mehr trauen, wieder zurück ins Unternehmen, in die Führungsposition ja. zu gehen. Und das ist, finde ich, das Schlimmste. Also insofern. Und die Krücke, man die man sich bauen kann, ist, die baue ich mir auch immer noch täglich, wenn ich vor Sachen stehe, wo ich denke, puh. Ich wollte nämlich auch, da kommen wir auch gleich nochmal drauf genau. zu sprechen. Ah, okay. Genau, aber die eine Krücke ja. ist, oder was weiß ich, Krücke, aber so der Trick, wie ich mich immer wieder austrickse, ist, wenn ich jetzt 80 bin und dann hoffentlich noch lebe und gesund bin und auf mein Leben zurückgucke, wie egal ist es dann, ob ich mit 25, 30, 33 für ein Jahr, halbes Jahr so gesagt habe, ich probiere es jetzt mal. Und der Worst Case wäre ja, es hat nicht geklappt. Ja, wie egal ist das denn bitte am Ende meines Lebens? Ja, dann war ich hier auf dieser Welt und dann habe ich aus Angst vor was? Ja, wir leben in Deutschland, besser, sicherer kannst du eigentlich gar nicht leben. Warum habe ich es nicht einfach gemacht? Und immer wenn man so diese Langfristperspektive einnimmt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, wenn man gründen möchte, es einfach jetzt mal zu machen. Denn wenn man hinterher drauf guckt, wird man das auf keinen Fall bereuen. Kann man Unternehmertum lernen oder gibt es so ein Gen, was in uns steckt? Was ist so deine... Also ich glaube, ein Gen hilft, weil du einfach von einer anderen Plattform abspringst. Also meine Schwester beschreibt es immer als, Verena, du springst ins Becken und guckst dann, ob Wasser drin ist. Und ich mache erstmal mit dem Fuß, gucke ich erstmal nach, wie warm es ist. Mhm. Und ich glaube, dieses einfach mal losspringen tust du wesentlich leichter, wenn du andere schon hast springen sehen. Und selbst wenn die aufgeditscht sind, gemerkt hast, die leben noch und passt schon. Mhm. So, das heißt, du tust dich, glaube ich, leichter zu springen, wenn du es erlebt hast. Das heißt aber nicht, dass du der bessere Unternehmer bist, wenn du dann gesprungen bist. So, und deswegen würde ich sagen, alles nach dem Abspringen kann man lernen. Und das Abspringen, wenn man es nicht gelernt hat, muss man sich fast so über die Kante schubsen. Weil danach wird man schon schwimmen. Und das hat dann nichts damit zu tun, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist und so. Und das versuchen wir eben mit Startup Teens, unserer Non-Profit-Initiative für Unternehmertum, hinzukriegen, dass die eigentlich super Schwimmer wären, über die Kante springen. Ich werde immer gefragt, ob man viel Mut braucht, der dann so wird, so zum Springen. Und ich sag gerne, dass ich glaube, dass in jedem von uns viel Mut drin steckt, aber dass er uns so verlässt, wenn man zu lange wartet. Ja? Weil oft hast du ja die Idee und dann fragst du nochmal den ersten, den zweiten, den dritten und fragst du oft dann Menschen, die keine Unternehmer sind, nie gesprungen sind und Angst davor hätten und dann projizieren sie ihre Ängste auf dich und dann ist irgendwann mal auch der Mut weg. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, also ich habe das Gefühl, so aus meiner Erfahrung, wenn du von etwas überzeugt bist, dann nicht zu lange zu warten. Und nicht zu viele Fragen. Genau. Frauen tendieren dazu, sich so absichern zu wollen, wenn sie eigentlich springen wollen. Da findest du dann genug Leute, die sagen, nee, mach lieber nicht. So, und eigentlich muss es so sein, wenn du denkst, du hast eine gute Idee und du bist der Typ, dann leg los und red vielleicht erst in Monat 3 drüber. Statt das andere zu machen und zu sagen, ich pitch das mal erstmal bei meinen 12 Freundinnen und dann entscheide ich. Weil wenn die alle 12 auch noch nicht gesprungen sind, wird da jetzt keine dabei sein, die aus vollem Herzen Let's Do It sagt. Frauen, hast du schon erwähnt, tun sich ja auch oft schwer vielleicht oder hinterfragen so das Thema Unternehmertum, weil sie auch Kinder haben wollen oder vielleicht schon Kinder haben. Du hast ja, ihr lebt mit 4 Kindern zusammen, ja? 3 eigenen und eins ist in die Ehe mitgekommen. Ein geschenktes. Genau. Wie meisterst du deinen Alltag? Und es scheint zu gehen, also Verena sieht sehr glücklich und entspannt aus. Ja, das stimmt. Das scheint zu funktionieren, auch bei dir. Das ist auch nicht immer so, aber nee, also wie funktioniert es und was sind die größten Herausforderungen? Ich glaub, also wie funktioniert es, weil ich es möchte. Keiner hat mich gezwungen, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu kriegen. Ich habe auch keinen externen Erwartungsdruck, der gesagt hat, du musst das beides hinkriegen oder so. Sondern ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kinder und ich will, dass das beides möglich ist. So, und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass du es dann auch möglich machst. Und dann holst du dir Hilfe, dann stellst du eine Kinderfrau ein, die langfristig bei dir sein möchte und nicht ständig wechselt, denn du weißt, Kinder sind konservativ, die finden Wechsel und Wandel nicht so toll. Also versuchst du das langfristig aufzustellen.
du bist dir auch bewusst, dass du phasenweise fast dein ganzes Geld in Kinderbetreuung steckst und nicht viel übrig bleibt, aber du bleibst im Spiel. Mhm. Das war auch in den ersten Jahren meiner großen Jungs so, das war kein Business Case, arbeiten zu gehen. Mhm. Aber es war am Ende jetzt der Grund dafür, warum ich danach all das machen konnte, was ich jetzt gemacht habe, weil ich nie weg war und deshalb nicht irgendwann Angst vor der eigenen Courage hatte, es wieder zu können oder zu versuchen. Und insofern funktioniert es durch sehr klare Strukturen. Ich bin jeden Abend um 6 zu Hause, einen Abend die Woche bin ich unterwegs, gehe abends irgendwo hin oder bin über Nacht weg, mehr aber auch nicht. Ich bin auch wirklich um 6 zu Hause und nicht um 20 nach 6 oder um 7:15 oder so. Sondern Verlässlichkeit, Planbarkeit und wenn ich dann da bin, bin ich da. Und dafür bin ich dann aber auch, wenn ich nicht da bin, auch nicht da. Da telefonieren wir nicht ständig, da ist nicht ständig FaceTime und Mami, was machst du gerade? Denn das bringt denen nichts, das bringt mir nichts. Also das, da bin ich, glaube ich, ganz klar. Und habe, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dieses große Glück, kein schlechtes Gewissen zu haben. Das wollte ich nämlich sagen. Ja. Schlechte Gewissen ist etwas, nicht. Was so viele treibt. Also wie schaffst du es? Ich habe es einfach nicht. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal, man kann noch nicht mal sagen, dass ich was dazu beigetragen habe. Ich glaube, ich habe es nicht, weil ich meine Mutter ein Leben lang habe arbeiten sehen. Und das wollte ich nämlich gerade fragen, ob deine Mutter war. Und keinmal zurückgucke und denke, da hat sie mich schon wieder im Stich gelassen und da war ich schon wieder alleine. Es ist einfach, ich habe kein einziges Bild im Kopf, dass meine Mutter Defizite hatte, weil sie gearbeitet hat. Im Gegenteil, ich habe das irgendwie positiv abgespeichert, dass ich stolz auf sie war, dass sie auch mit meinem Vater mitgehalten hat, dass sie, also ich fand das immer toll. Und dieses kein schlechtes Gewissen zu haben, ist natürlich eine unglaubliche Gabe, weil ich wirklich immun bin gegen Meinungen zu meinem Modell. Das heißt nicht, dass ich die nicht gerne mit Menschen diskutiere, aber sie treffen mich nicht. Also wenn einer sagen würde, hinter meinem Rücken, die opfert aber auch für ihre Karriere da echt viel und naja, die hat die Kinder doch auch nur, um irgendwie zu sagen, dass sie das auch noch hinkriegt oder so, könnt ihr gerne sagen. Also ich weiß einfach im Inneren, dass es anders ist und deswegen macht einen das so ein bisschen an der Stelle unsterblich im Sinne von, ich gehe da einfach meinen Weg, egal was andere Leute darüber denken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch immer so umtreibt, also dieses schlechte Gewissen, was wir Frauen oft ja von anderen Frauen haben, ja, weil also ich empfinde es gar nicht so von anderen Männern, aber so von den Frauen, die das eigene Modell so bewerten, weil sie ein anderes leben, ja, und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal aus uns allen so rausbekommen, dieses gegenseitige Bewerten, weil ich glaube, wir werden nicht als Frauen so weit kommen, wenn wir nicht damit zuerst mal aufräumen, uns selber die Energie zu rauben, total, indem ich sage, die warum macht sie das so? Oder also das kenne ich ja auch. Oder sie war sofort wieder, als das Kind da war im Unternehmen, sage ich, ich möchte auch beide Leben leben. Ich bin auch mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Ich glaube, das hilft, dass ich das Gefühl habe, ich habe die beste Beziehung zu meiner Mutter und sie hat wahnsinnig viel gearbeitet bis letzte Woche. Ja, da ist jetzt aufgehört. Ja. Nach 37 Jahren und ich habe ein tolles Verhältnis und das muss man sich, glaube ich, immer wieder, also auch den Tippern und die Zuhörerinnen immer wieder darauf konzentrieren, dass es unser Leben ist und dass wir unser Leben leben und eben nicht die anderen, die uns versuchen, das total zu bewerten. Und wenn wir mit unserem Leben glücklich sind, das habe ich jetzt am Wochenende gedacht, da war eine Freundin da, die hat 3 Kinder, die sind ein bisschen jünger als meine und ich habe sie gefragt, möchtest du denn nochmal arbeiten oder wann möchtest du wieder anfangen? Und sie hat gesagt, ehrlich gesagt, erstmal nicht. Ich genieße das so sehr, ich möchte das einfach auch noch eine Weile länger haben, ich habe auch noch nicht für mich ein Ende gesetzt und so. Und in dem Moment schwingt bei mir ja nicht mit, ach, dann bewertet die jetzt bestimmt mich, dass ich jetzt keine Lust auf meine Kinder habe und so, weil ich ja mit meinem Modell im Frieden bin und sie mit ihrem auch. Und wir konnten ein ganz normales Gespräch darüber führen, warum ich jeden Tag ins Büro gehe und sie da nicht mehr hin möchte, ohne dass sie denkt, Rabenmutter, und ich denke, Schluffi. Also das heißt, wir sind auch, glaube ich, selber schuld, wenn wir uns da gegenseitig Stöcke oder Steine in den Weg werfen. Und vielleicht noch einen Punkt zur Herausforderung, weil ich jetzt auch nicht so tun möchte, als... Das wollte ich, genau. Genau. Als ob ist so ich, der Moment, wo du denkst, oh mein Gott, wie kriege ich das alles hin? Was also sind erstens, die Momente in deinem Leben? Erstens die Momente, wenn, also klar, wenn die Kinder krank sind, sind Momente, wo ich kann nicht immer und auch nicht sehr oft zu Hause sein, wenn die krank sind.
So, das heißt, dann geht's dir nicht gut, dann ist Mami, 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 dann möchten die am liebsten ganz auf mir drauf liegen und ich bin aber nicht da. So, und das sind Momente, da muss ich gegen mein Inneres ankämpfen, dann zu gehen. Da ist es überhaupt nicht so kein schlechtes Gewissen und tschüss Kinder und dann habt ihr halt 40 Fieber und so weiter, sondern das sind die Momente, wo ich denke, oh, das tut jetzt richtig weh, dass ich da jetzt gehe. Und die andere Herausforderung ist, wenn du um 6 zu Hause bist und ein Unternehmen führst, dann bist du ja nicht fertig um 6. Also es ist ja nicht, dass ich Wonder Woman bin und alles viel schneller kann als andere und um 6 komme ich nach Hause und mache 3 Stunden Happy Life und danach kuschel ich mit meinem Mann und dann gehen wir ins Bett, sondern dann geht's ja weiter. Mhm. So, das heißt, um 8:30, 9, wenn die im Bett sind, ist von an 4 von 5 Abenden dieses, oh, wie gerne hätte ich jetzt frei und wie gerne würde ich jetzt eine Serie gucken. Wir gucken gar keine Serien. Vielen Dank, das entspannt mich, weil ich denke mir, wann? Ich keine so einzige. Auch viel mehr gucken und es ist so, ich denke mir, wann? Weil es nein, es geht einfach nicht alles. Und das ist die Herausforderung. Dein Job muss Zeit für dich sein, sonst geht's nicht. Wenn du den nicht als obergroßes Geschenk empfindest, läufst du leer, weil du einfach zu wenig Zeit für dich hast. Mhm. Und ich glaube, das muss man lernen, dass man das genießt. So ein Gespräch wie jetzt, das ist ja kein, oh, und dann kommt noch Kascha und dann müssen wir noch reden, sondern wie cool, dass wir uns hier treffen können mitten am Tag. Unsere Kinder sind gut betreut, wir reden über spannende Themen und hoffentlich inspirieren wir da draußen noch ein paar, es auch zu machen. So, das ist ein Geschenk und nicht eine weitere Task auf meinem heute ach so vollen Kalender. So, und das, da muss man, glaube ich, die Perspektive verändern. Wenn du in deinem Leben jetzt nochmal was anderes machen könntest, was würdest du, wenn du so zurückblickst, du bist 18, würdest du etwas anders machen, in einer bestimmten Situation dich anders entscheiden? Oder würdest du es nochmal so leben? Also, Es gibt da ja auch so coole Bücher. Max Frisch hat auch so eins geschrieben. Da kannst du noch mal an den Punkt zurückgehen und sagen, will ich jetzt lieber doch links abbiegen oder noch mal den gleichen Weg und so. Ich glaube, was da bei mir ist, ist mein Großvater, der hat immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das führt bei mir dazu, dass wenn ich drauf zurückgucke, ich denke, das musste alles so sein. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Baustein rausnehmen würde, der vielleicht auch zu der Zeit wehtat oder so, oder sagen würde, ach, wäre ich da mal nicht mit dem zusammen gewesen oder da mal nicht in den Job gewesen, dann würde ich denken, dann wäre heute nicht alles so, wie es ist. Und heute bin ich ja so glücklich. So, und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, mache ich alles nochmal so. Auch wenn ich dann, wenn ich jetzt in die einzelnen Teile reingehe, denke, oh, nicht nochmal die Phase. So, aber ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich heute nicht diese Bodenhaftung, hätte ich heute auch nicht zum Teil diesen Blick fürs Wesentliche, wüsste ich nicht auch, wie sich Schmerz anfühlt und so. Also das gehört schon irgendwie alles dazu. Du sagst ja, dass es sehr wichtig ist, für Frauen Vorbilder zu haben. Ich selber muss sagen, ich habe das ein bisschen immer Problem mit dem Thema Vorbilder oder Role Model, weil ich das Gefühl habe, wir Frauen bewerten uns, vergleichen uns sowieso schon viel zu viel. Und wenn man immer nur so von Role Models spricht, dann es geht ja nicht darum, nicht zu sein, wie du bist, nee, sondern nachzuleben, sondern sich inspirieren so zu lassen. Ja. Du sprichst ja, dass es sehr wichtig ist, das glaube ich auch. Mhm. Du bist ja auch in der Jury von Emotion Award, was mich sehr freut, wo du in diesem Jahr auch Lars wieder siehst. Ja, sehr gut, habe mich auch gefreut, dass du dabei bist. Ja. Bei uns ist, was sind die Vorbilder oder Role Models in deinem Leben gewesen oder hast du welche? Ich glaube, es ist genau wie du sagst, es geht jetzt nicht darum, sich eine andere Frau zu suchen und zu sagen, so wie die möchte ich sein und dann arbeite ich mich an der ab. Warum hat die so eine gute Figur? Warum ist die so reich? Warum ist die so erfolgreich? Warum hat die so viele Kinder? Was auch immer. Und am Ende bin ich eigentlich uninspiriert von ihr, weil ich das Gefühl habe, ich erreiche die gar nicht. Die stresst mich eigentlich. Da muss ich ja noch perfekter sein, als ich ohnehin schon sein muss und so. Deswegen glaube ich eher daran, Role Models im Sinne von, was können Frauen bewegen, die man sozusagen so sieht. Und als Beispiel mal jetzt wieder diesen Kreis neulich von diesen Frauen, die eben alle in DAX-Unternehmen da ganz oben sind. Da gucke ich mir ja nicht die Einzelne an und sage, so wie die möchte ich sein, sondern Teile von ihr bewundere ich zutiefst und versuche mir davon eine Scheibe abzuschneiden. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt die eine Frau gibt, wo ich sage, Sheryl Sandberg finde ich schon ziemlich cool. Also die kommt schon nah dran, dass ich sage, in der ist einfach sehr viel drin.
von wo du dir was abschneiden kannst. Die hat sich da durchgekämpft in diesem Silicon Valley, wo es ja nun Bücher ohne Ende gibt, wie Frauen da behandelt werden. Dann hatte sie trotzdem zwei Kinder, dann hat sie einen Mann gehabt, dann hat sie einen Mann verloren, dann hat sie eine der exponiertesten Positionen, die es da gibt, die auch echt hart sind. Das ist ja kein Job, wo dich jeder liebt. Das ist seit 2 Jahren wahrscheinlich irgendwie der Horrorjob. Und trotzdem macht sie ihn weiter. Und sie ist sehr transparent über ihre Gefühle, auch wenn sie das total angreifbar macht. Also da ist schon viel drin, wo man sagt, wow, das muss mal erstmal einer leisten. Und was kann ich mir davon abschneiden? Und was ich mir dann abschneide ist, naja, wenn die keine Angst hat, musst du jetzt hier vor deinem kleinen Auftritt auch keine Angst haben. Mhm. So, also dass man einfach so ein bisschen sich Mut macht durch diese Vorbilder. Mhm. Und das, glaube ich, inspiriert. Dass man dann sieht, guck mal, Frauen können doch ihren Weg gehen. Und es geht doch, dass die auch glückliche Kinder haben, wenn sie im Job sitzen. Und wie macht die das denn? Okay, kann ich das auch so machen? Also das, glaube ich, hilft. Es hilft jetzt nicht irgendwie anhimmeln und vergöttern und am Ende feststellen, dass einen das total unglücklich gemacht hat. Was sind so, wir kommen leider schon zum Ende unseres Podcasts, aber was mir doch ganz wichtig ist, damit das alle Frauen auch lernen, so über ihre Stärken zu sprechen. Was sind so die 3 Stärken von dir? Also ich glaube, das eine ist, dass ich sehr meinungsstark bin. Also ich traue mich, mich festzulegen. Ich traue mich, eine Meinung zu vertreten und die auch standzuhalten, wenn Leute dagegen gehen. Und so, also ich bin meinungsstark und damit positioniere ich mich und damit kann man sich an mir reiben oder mir auch folgen. Das zweite ist, ich liebe Public Speaking. Also das habe ich irgendwie, glaube ich, in die Wiege gelegt gekriegt. Mein Vater ist Du hast es mal erzählt, weißt du, auch auf der Bühne, als wir gemeinsam bei Circle X waren. Mein Vater hat mich immer gezwungen, so halbwegs, stell dich doch mal nach vorne und halt doch mal eine Rede, so mit 8. Super, toll. Das fand ich richtig großartig. Ja. Er hat immer gesagt, so hier, guck mal, wir haben hier 6 Gäste. Verena kann uns ja mal berichten, was sie in der Segelschule gelernt hat. Und so, oh Gott, jetzt, was soll ich denn jetzt sagen und so. Und weil er das, glaube ich, sehr früh gemacht hat, hat das sehr früh seinen Schrecken verloren. Und heute hat das fast so ein Spaßmoment, wenn ich so das Gefühl habe, so yeah, jetzt gehe ich auf eine Bühne und jetzt muss das aber auch sitzen und dann macht mir das so viel Spaß, dass ich denke, genau, dass das dann auch eine Stärke ist, weil ich einfach keine Angst, kein Herzflattern, kein Zittern und so weiter habe, sondern eher so denke, so das ist jetzt mal richtig Ich-Zeit, die ich jetzt gleich habe. Und das dritte ist, die dritte Stärke ist, ich liebe Menschen. Und ist mir wahnsinnig wichtig, mit wem ich zusammenarbeite, wer mein Umfeld ist. So bis hin zu, wir machen Weihnachtsfeier für unsere Haushälterin und unsere Nannies. Das ist für uns unser Inner Circle. Warum sollte man die nur für seine Mitarbeiter im Büro machen? Also es ist mir unglaublich wichtig, mit welchen Menschen ich arbeite. Und weil ich so viel reingebe, kriege ich so viel zurück. Und ich glaube, das ist eine dritte Stärke, dass ich mir im Prinzip Unternehmen gebaut habe, die sich wie zu Hause anfühlen, weil sie recht egofrei sind, weil sie recht politikfrei sind und weil ich zumindest das Gefühl habe, dass die Leute alle gerne hier sind. Und man kann von dir lernen, was ich sehr wichtig finde, dass du andere Frauen auch strahlen lässt. Total. Ja, ich finde, es ist so toll an dir, was sich mir wirklich für viele Frauen, also was hoffentlich viele Frauen auch von dir nochmal abschauen. Also ja, und ohne Agenda. Ohne Agenda andere Frauen strahlen zu lassen. Ja. Und einfach zu sagen, ich weil sie einfach toll sind. Weil sie toll sind, sie voranzubringen, weil wir einfach mehr Frauen oben brauchen. Ja. Und ich mach's nicht nur, weil ich denke, das bringt mich an der Seite weiter, sondern ich gar mach's, weil es einfach Spaß macht. Und weil ich gar nicht anders kann. Ich bin so fasziniert. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Du hast jetzt zum Schluss auch so die Chance, noch irgendwie einen Satz rauszuhauen oder etwas unseren Zuhörern und Zuhörern mitzugeben, wenn dir noch was wichtig ist oder ein Lebensmotto zu teilen. Nutze ich natürlich gern. Also eine Sache für jede und jeden, der gerade zuhört. Ich fände es so toll, wenn jeder von uns eine Woche in der Woche zur Zukunftsstunde macht. Und sagt, ich beschäftige mich eine Stunde pro Woche mit der Zukunft. Wenn ich Kinder habe, gemeinsam mit denen, wenn ich eine
Mutter habe, die bei uns lebt oder einen Flüchtling aufgenommen habe, ganz egal was, dann eine Stunde zusammen und jede Woche reihum entscheidet ein anderer, was wir machen. Und dann kann man sagen, eine Stunde pro Woche hören wir einen Podcast über künstliche Intelligenz, eine Stunde machen wir mit Scratch ein eigenes Spiel. Das ist Open Source, kostet nichts, gibt's im Browser. Wir machen Hour of Code auf und gucken mal, wie Barack Obama eine Stunde mit Kindern programmiert hat. Wir machen einen Stop-Motion-Film mit unseren Lego-Männchen oder, um noch ein letztes Beispiel zu nennen, wir gehen zu einem Hackathon oder irgendwas, was in der Stadt angeboten wird, was für uns Zukunft heißt. Und ich glaube, wenn wir uns das einmal pro Woche vornehmen, Tipp Sonntag 17 bis 18 Uhr, denn da ist meistens nichts anderes los, dann glaube ich, werden wir merken, dass die Digitalisierung und die Welt von morgen viel mehr Chance ist als Risiko. Und dann freuen wir uns da vielleicht auch alle mehr drauf. Und dann haben wir als Deutschland oder Europa auch eine Chance, da weltweit mitzuspielen. Toll, vielen Dank. Das war auch gleichzeitig, möchte ich noch hinzufügen, dass man dich ja live erleben kann auf unserer Bühne beim Emotion Women's Day am 6. Mai in Hamburg zum Thema Digitalisierung und ja, mit dir einmal in die Zukunft schauen kann. Ja. Da freuen wir uns auch sehr. Ja, freue mich auch sehr. Und ich danke dir jetzt sehr für das Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Darauf freue ich mich auch. Danke, vielen Kascha. Dank. Danke.